Die CIA-Folter ist das große Thema natürlich heute in den Medien aus dem Land der Freiheit und der Menschenrechte. Was ist daraus geworden? Das war das Leuchtsignal für viele Generationen der Menschen. Und das war mal das Land der Freiheit und der Menschenrechte. Heute wird es assoziiert mit dem Land der Folter und der totalen Überwachung. Die Entwicklung, die hier stattgefunden hat, ist wirklich erschreckend. Und Nachrichtenagentur, dass die Firma Business Insider berichtet, dass die Erforschung der Foltermethoden an private Firmen für Millionen outgesourced wurde. Das ist natürlich durchaus mit sehr, sehr viel Sorge zu beobachten, dass hier Firmen engagiert werden, um Foltermethoden zu erproben. Der Mainstream, auch hier, was macht er? Anstatt dass man hier das so benennt, wie es ist, sucht man auch hier noch die Möglichkeit, die USA über den grünen Klee zu loben. Wie toll das doch ist. Naja, das mit dem Folter, das ist schon nicht ganz okay. Aber das muss man doch auch mal sehen, dass nur in den USA das möglich ist, dass das öffentlich gemacht wird, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das zeigt doch, das ist in anderen Staaten wie Russland, Iran und so weiter undenkbar. Und deshalb USA, das Land der Freien, dass man so mit der Aufarbeitung voranschreitet und dass man das tatsächlich öffentlich macht. Also seht ihr, vergesst die Folter, wir haben doch unsere Medienfreiheit. Dass dabei gerade mal weniger als 10% der Seiten dieses Berichts veröffentlicht wurden, das wird dabei gelinde ausgeblendet. Dass George W. Bush den CIA-Folterknechten auch noch gratuliert dazu, wird dabei vollkommen ausgeblendet. Barack Obama äußert sich mit: Die USA sind die großartigste Streitmacht für Freiheit und Menschenwürde, die die Welt jemals gesehen hat. Vielleicht wieder noch einen weiteren Friedensnobelpreis haben. Zynischer kann es kaum werden. Konsequenzen daraus, und da ist ja die Frage, was hat es denn mit der Aufarbeitung auf sich? Konsequenzen? Keine. Es werden keine Gesetze, es werden keine Strafen verhängt. Die USA unterwerfen sich keinem internationalen Gericht, keinem Den Haag, keinem Menschenrechtsgerichten. Hier schließt man sich aus, hier macht man seine eigenen Gesetze, macht, was man will. Die eigenen Gesetze in den USA, wird da jemand vor den Kadi gezerrt? Vermutlich nicht. Bisher wurde das alles abgebügelt. Wie war es denn bei der NSA? Was für Konsequenzen kamen aus dem NSA-Skandal? Genau damals hieß es ebenfalls seitens unserer Mainstream-Medien: Aber, naja, diese Überwachung ist nicht toll, aber seht mal, wie klasse in den USA, wie toll das ist. Hier wird das wenigstens thematisiert, hier setzt man sich mit dem Thema auseinander. Seht ihr, das machen die anderen nicht. Was waren denn die Konsequenzen daraus? Gar keine. Es ging genauso weiter. Und das wird jetzt hier nicht anders sein. Es wird keine Konsequenzen geben, keine Verurteilungen. Soweit zur Aufarbeitung. Ganz im Gegenteil. Es geht, die Folge von dem, was hier passiert, ist was ganz anderes. Und das findet in den Mainstream-Medien überhaupt nicht statt. Doch sowohl bei der NSA-Spionage, der Öffentlichkeitsmachung dieser, genau wie jetzt bei der Öffentlichmachung der Folter. Was sind denn wirklich die Konsequenzen, was daraus geschieht? Es gibt eine weltweite Angst vor Ähnlichem. Es sagt jedem da draußen in der Welt: Wenn du dich gegen Amerika stellst, erwarte dich Folter. Egal wie unbedeutend du bist, egal wie kooperativ du bist, selbst wenn du kaum eine Ahnung hast, das wird dir geschehen, wenn du dich gegen Amerika stellst. So funktionieren repressive Regime. So war es bei der DDR, so war es im Dritten Reich, China, UdSSR, wo überall war es die Angst vor einen möglichen Zugriff davor, dass man in die Fänge des Regimes geraten kann, wo auch immer man sich aufhält. Und die Konsequenz daraus war nicht etwa, dass sich die Gesellschaft gegen diese Regime gerichtet hat. Nein, diese Angst lähmt den breiten Widerstand. Die Leute machen sich gemein, sie wollen damit nichts zu tun haben, sie haben Angst, da in dieses Gefährt reinzugeraten. Und deshalb wird sich die Masse davon zurückziehen. Die Masse wird dann nicht mehr kritisch sich mit den Themen auseinandersetzen, wird sich unterwerfen. Und mit den wenigen, die sich dann noch aggressiv dagegen stellen, mit denen wird man dann schon fertig. Diese totale Überwachung, die führt ebenfalls zu ähnlichen Entwicklungen. Die Schere im Kopf, das ungute Gefühl, gewisse Inhalte zu googeln, wohl wissend, dass man dadurch in den Fokus der Geheimdienste gerät, katzbuckelnde Medien und Politiker. Ach, übrigens, Politiker, hat sich Merkel zu dem Thema geäußert? Hier findet Folter auf dem Boden der Europäischen Union statt. Teilweise wurde diese Folter in Polen wurde die durchgeführt. Das ist Europäische Union. Wie äußern sich denn unsere europäischen Politiker darüber? Nichts. Keine Anklage, keine Vorwürfe, stillhalten. Der damalige polnische Ministerpräsident, im Gegenteil, der sagt sogar, man solle sich nicht so dran stellen. Soweit dazu.
Angst und Unterwürfigkeit sind von Anfang an eine unheilvolle Entwicklung und hier sind wir auf einem ganz, ganz schlechten Pfad unterwegs. Japan, da die Meldung passt genau mit rein, beschneidet die Informationsfreiheit bis zu 10 Jahre Gefängnis jetzt für die Weitergabe bestimmter Informationen. Und diese bestimmten Informationen sind sehr beliebig. Die können von den Behördenvertretern selbst bestimmt werden, welche darunter gefallen. Wer dann darüber berichtet, ist mit 10 Jahren Gefängnis dabei. Dass es hier eine völlige Beschränkung der Pressefreiheit, der Informationsfreiheit damit einhergeht, das wird außen vor gelassen. Und AB sagt, das Gesetz sei nötig, um die Sicherheitsinformation des Bündnispartners USA und anderer Verbündeter zu schützen, so wörtlich AB. Bleibt also abzuwarten, bis in der schönen freien Welt, die wir hier haben, wo wir so alles frei berichten werden, die ersten freien Journalisten und die ersten Blogger verhaftet werden. Wir sind auf einer ganz, ganz gefährlichen Schieflage unterwegs und soweit zudem, wir arbeiten das auf, wir sind die Guten. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen freien Tag, machen Sie es gut und bis morgen.